Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, ich bin ja in der letzten Folge quasi hier hinter mir in Breduins Heim gewesen und habe mich da ja ausgeloggt bzw. Abgemeldet. Aber dann habe ich gesehen, hier unten ist einer. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht die gleiche... Ach nee, Moment. Er wird hier tatsächlich jetzt angezeigt. Seltsam, als ich mich nämlich ausgeloggt hatte. Gestern wurde er mir nicht angezeigt. Na gut, ich habe nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Hier ist auf jeden Fall noch eine neue Quest für uns und die würde ich heute halt gerne mit euch durchgehen. Ihr, habe ich euch richtig verstanden? Vampire waren die Quelle der Kreaturen und des verdorbenen Nebels? Sagt mir, dass das nicht wahr ist. Das war es, aber ich habe mich um sie gekümmert. Es ist nur so, dass Elsenia, meine Frau, unter den Vermissten war. Und obwohl einige von ihnen zurückgekommen sind, ist sie immer noch fort. Ich weiß nicht, ob sie tot ist oder sich da draußen verlaufen hat, einsam und allein. Ich habe tagelang gesucht, aber es gibt keine Spur von ihr. Ich habe die Hoffnung fast schon aufgegeben. Ehrlich gesagt, das klingt doch nicht gut. Verzagt noch nicht. Vielleicht kann ich euch helfen. Würdet ihr das tun? Da der Nebel wieder wie gewohnt ist, könnte es einfacher sein, sie zu finden. Zumindest hoffe ich das. Ich werde nachher Ausschau halten. Ja, dann mal wieder auf, zurück in den Nebel. Ja. Ja. Bleibe ich hier auch noch überlegen. Ja. Ah, da ist er doch. Ihr da ist er doch. Ihr sucht nach mir, nicht wahr? Lasst es uns kurz machen. Ich habe nicht viel Zeit. Ich weiß, dass ihr mich sucht. Ich zeige mich, um euch zu sagen, dass ihr gehen sollt. Sagt Thorinor, dass ihr mich tot gefunden habt. Das wird schon bald der Wahrheit entsprechen. Ich werde mein Leben beenden, bevor ich mich verwandle. Okay, die Frage, ob sie schon mal in den Spiegel geschaut hat, würden jetzt wahrscheinlich einige damit beantworten, dass Vampire sich nicht im Spiegel sehen können, was komisch ist, weil andere können sich auch im Spiegel sehen. Also es kommt natürlich auf den Autoren an. Aber was meint ihr mit verwandeln? Weil sie sieht doch schon sehr nach Vampir halt aus, ne? Ich war zum Pilzesammeln draußen, als der Nebel plötzlich eine seltsame Färbung annahm. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, wie ich an einem finsteren Ort aufgewacht bin, umringt von merkwürdigen Bosma mit leuchtenden Augen. Sie haben mir gesagt, ich würde bald eine von ihnen sein. Es ist wahr. Ich kann es spüren. Sie hat eindeutig nicht in den Spiegel geguckt. Was werdet ihr denn jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich habe meinen Mann hier draußen gesehen, wie er nach mir gerufen hat. Ich verstecke mich, weil ich nicht möchte, dass er mich so sieht. Ich kann nicht nach Hause. Wenn ich mich verwandle, lasst mich einfach. Ich mache dieser Sache bald selbst ein Ende. Ich möchte vorher nur noch ein Weilchen auf die See hinausschauen. Wie steht es um ein Heilmittel? Ein Heilmittel für dies hier? Ha, ihr meint so etwas wie die Tränke, die die wilde Hexe in den Ammenmärchen braut? Wer ist die wilde Hexe? Es heißt, ihre Hütte würde ganz nach ihrem Belieben erscheinen und wieder verschwinden. Angeblich kann sie Tränke brauen, die jede Krankheit heilen. Es ist lange her, seit ich diese Geschichte das letzte Mal gehört habe. Und mehr ist es auch nicht. Nur eine Geschichte. Ich werde jetzt gehen. Bitte sucht nicht wieder nach mir. Oh doch, ich verspreche dir, ich werde nach dir suchen. Hört euch in Langhafen nach Hinweisen um. Das wäre dann wahrscheinlich hier, ne? Sucht die wilde Hexe. Aber ich nehme an, das hier ist Langhafen. Ist blöd, dass da jetzt bei beiden nichts steht. Des Schattennebels. Also ja, doch, ich gehe aufgrund der Position stark davon aus, dass wenn ich die Hexe suche, ich weiter da im Nebel rumstochern müsste. Hier sind Hinweise eventuell. Hallöchen, kenne ich dich nicht? Einige dieser Kreaturen sind immer noch da draußen. Aber wir werden uns jetzt um sie kümmern, da ihr die Quelle ausgelöscht habt. Wisst ihr etwas über die Geschichten von der wilden Hexe? Ach, diese alte Geschichte. Sicher, wir haben schon als Kinder immer wieder von ihr gehört. Eine unsterbliche Hexe, die ihr Leben verlängert, indem sie in Blut badet. Ich habe das auch mal versucht. Ich fühlte mich hinterher nur völlig verkrustet. Du musst das Blut auch abwaschen, Mädel. Glaubt ihr, dass da etwas dran sein könnte?
Die meisten unserer Geschichten enthalten ein Körnchen Wahrheit. Ich habe gehört, einige Leute glauben, sie wäre nur eine alte Bosma gewesen, die verrückt wurde und ihren Clan getötet hat und schließlich in die Verbannung musste. Wer kann das schon mit Gewissheit sagen? Ich habe gehört, dass sie mit ihren Gebräuen jede Krankheit heilen kann. So lautet die Geschichte. Darüber weiß ich nichts, aber Doralin im Dorf kennt die Geschichte besser als ich. Ihr solltet mit ihr sprechen, wenn ihr an weiteren Einzelheiten interessiert seid. Okay, mach ich. Vielleicht ist das ja sogar meine Hexe. Wer weiß. Achso, das ist jetzt da. Da, okay. Wer weiß, ne? Ich meine, keiner weiß, wo sie... Ob das jetzt vielleicht die Person ist, die irgendwie nachts heimlich im Blut badet oder so. Doralin! Ich muss bald ein weiteres Mal nach Waldheim, um meine Zutaten wieder aufzustocken. Mhm. Wenn ihr nicht eure eigenen Werkzeuge habt, könnt ihr gern meine benutzen. Was sind das denn für Zutaten? Gehört da eventuell frisches Blut dazu? Eigentlich bin ich nur hier, um nach der wilden Hexe zu fragen. Und da seid ihr an den richtigen Ort gekommen. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, obwohl sie dieser Tage ziemlich ausgeschmückt wird. So kann man Kindern besser Angst vor bestimmten Gefahren einjagen. Ja, Manipulation in Geschichten, damit kenne ich mich aus. Also nicht in meinen Geschichten, sondern generell in so Märchen und so. Gibt es sie wirklich? Die Geschichten erzählen in vielen Spielarten von ihr. Doch sie beruhen alle auf einer alten Bosmer, die sehr, sehr echt ist. Ich bin ihr selbst begegnet, auch wenn sie recht zurückgezogen lebt. Sie heißt Galeret und sie ist eine wahre Meisterin in der Kunst des Verbergens. Ich möchte mich gerne mit ihr treffen. Darüber entscheidet allein sie. Sie scheint sich nur jenen zu enthüllen, die ihr Interesse wecken. Aber ihr könnt es gerne versuchen. Sie hat viele Hütten, die in den Wäldern versteckt sind. Aber jene, die Langhafen am nächsten ist, liegt gleich hier im Südwesten am Meer. Ist es wahr, dass sie jede Krankheit heilen kann? Sie ist in der Tat eine Alchemistin von großem Geschick, da sie ihre Künste über Jahrhunderte verfeinert hat. Ich kann nicht sagen, ob dieser Teil der Geschichte wahr ist, aber wenn man es auf irgendeinem natürlichen Wege heilen kann, würde ich darauf wetten, dass sie ihn kennt. Okay, dann werden wir mal versuchen, dem Glück ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Ich lasse mich nämlich nicht damit abspeisen, dass sich irgendjemand umbringen will, nur weil er ein Vampir geworden ist. Und selbst wenn sie ein Vampir bleibt, ich meine ganz ehrlich, ja, die müssen sich natürlich auch beherrschen können und alles, aber die kann genauso ein Leben führen wie jeder andere rein, theoretisch. Das haben ja schon einige Vampire mittlerweile bewiesen. Oh, Hallöchen, hier ist Nirnwurz. Und da ich jetzt gerade irgendetwas mitbekommen habe, dass das direkt hier sein soll. Ah, hier. Guten Tag. Ach, du bist auch eine Vampirin, oder was? Was ist das denn jetzt? Das ist die Gameplayerin. Seid gegrüßt. Seid ihr die, die man die wilde Hexe nennt? Woher soll ich wissen, wie mich andere nennen? Ich bin Galeret und ihr seid in meinem Zuhause. Punkt für dich. Warum seid ihr hergekommen? Ich versuche, jemandem zu helfen. Könnt ihr ein Heilmittel gegen Vampirismus herstellen? Ich könnte da etwas haben, das den Zweck wohl schon erfüllen würde. Vorausgesetzt, sie hat sich noch nicht vollständig verwandelt. Aber ich erwarte, dass ihr vorher erst etwas für mich tut. Ich würde ihr helfen. Aber ich weiß nicht, ob sie die Zeit hat. Ich meine, normalerweise müsste sie die Zeit haben, weil ich das ja auch anwählen kann. Andererseits muss man auch dazu sagen, wir konnten schon so viel Mist anwählen. Dadurch ist ja mal irgendwie ein Bürgermeister umgekommen und beziehungsweise zum Vampir, zum Werwolf verwandelt und hat dann seine Familie getötet. Ich will da gar nicht mehr dran zurückdenken. Ich weiß nur noch, es war in Glenumbra. Deswegen, ich habe nicht viel Zeit. Helft mir, damit ich sie wieder mit ihrem Mann vereinen kann. Daher kann sie ihrem Mann nicht mehr gegenübertreten, seitdem sie so geworden ist. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Nun gut, bringt dies so schnell wie möglich zu ihr. Sie muss es trinken, bevor die Verwandlung vollzogen ist. Sonst ist es zu spät. Vielen Dank. Ich würde dir auch so gerne helfen, aber leider sieht Teso das nicht vor, dass mein Freund... Oh, hallo? Dass man freundlich ist und im Nachhinein hilft. Ja. Das war sie nicht, ne? Nee. Ja. Das verwirrt mich ein bisschen, dass jetzt hier eine... Ach so, sie hat aber auch noch von anderen gesprochen. Hier da.
Ihr sucht nach mir, nicht wahr? Ja. Lass es uns kurz machen, ich habe nicht viel Zeit. Ich suche schon wieder nach dir. Ihr schon wieder? Bitte, ich habe euch nichts mehr dazu zu sagen. Ich habe die wilde Hexe gefunden. Sie hat dieses Gegenmittel für euch hergestellt. Ich leide auch so schon genug. Da braucht ihr euch nicht auch noch über mich lustig zu machen. Ich hatte gerade angefangen, über meine Kindheit nachzudenken. Jetzt, wo mein Leben vorbei ist. Ich mochte diese Geschichten immer. Selbst wenn sie eben nur Geschichten waren. Geschichten für Kinder. Trink dies einfach. Bah, schmeckt nach Käfern. Ich würde da nicht für die Hand ins Feuer legen. Sie hat mir nicht gesagt, was drin ist. Aber ihr solltet es schon spüren. Wie ich es sagte, ihr seid geheilt. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Mir ist schon etwas wärmer. Als wenn ich wieder mehr ich selbst wäre. Weniger benebelt. Aber was ist, wenn sie mir wieder nachsetzen? Es fühlte sich an, als ob sie in meinem Geist gewesen wären und mich ständig beobachtet hätten. Die Vampire sind fort. Ich habe sie vernichtet. Ich verstehe. Mir ist schon aufgefallen, dass der Nebel sich verändert hat. Ich dachte, es läge nur an meinen Augen, dass sie sich der Verderbnis in mir ergeben würden. Vielen Dank dafür. Ich hatte schon alle Hoffnung verloren. Doch nun weiß ich, dass ich nach Hause zu Torinor zurückkehren kann. Geht nach Hause zu ihm. Er braucht euch. Das werde ich tun. Ich kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Bitte, nehmt dies. Es ist nicht viel, doch ich könnte euch eure Taten nie angemessen vergelten. Ich hoffe, es ist genug. Seil des Nebelgängers. Wieso nennt sich das Ding Seil? Das ist ein Gürtel. Okay, also wir haben einen intrikaten Gürtel sogar erhalten. Normalerweise würde ich sagen, da freuen sich meine Chars immer drüber, aber ich habe sie ja alle schon auf Max-Level, was das betrifft. In leicht, ja, ohne Set. So, ich folge dir jetzt. Wehe, du löst dich jetzt wieder... Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, ich wollte gerade noch sagen, wehe, du löst dich jetzt wieder auf. Ich will wissen, ob da noch irgendwas kommt. Die sind einfach weg. Der ist einfach weg. Der kann sich doch nicht hier aus dem Staub machen. Ich will doch wissen, ob die jetzt wieder glücklich zusammen sind. Mein Gott. Na gut. Dann würde ich sagen, der Missbrauch von Wissen. Das machen wir dann als nächstes. Ich habe nur gerade keine Ahnung, wie ich jetzt da genau hinkomme. Hier geht's runter. Da hinten ist das Verlies. Ja. Und ich renne erstmal in sämtliche Gegner rein, ohne das Verlies zu finden. Ah, nee, Moment. Moment, war das jetzt hier? Na, perfekt, perfekt. Aber das ist ein riesiges Verlies. Ach du Schande. Ich darf wieder mal nicht die Abkürzung nehmen. Das heißt, ich muss komplett durchrennen. Die Himmelsscherbe noch nehmen. Ja, da würde ich sagen, töte ich den Boss auch mal. Und... Oh, hier ist noch was zu lesen. Das ist doch nett. Du bist nicht so nett. Du bist eine Spinne. Spinnen gehören getötet. Da. Gut. Wir laufen darum. Hollende Waldfee, das war tief. Wir springen darum. Wir fliegen darum sozusagen. Links rum. Ich wollte gerade noch fragen, ob hier drin keine Gegner sind. Ich habe gerade keine Zeit, Jungs. Spielt bitte mit jemand anderem. Ich bin gerade auf geheimer Mission. Ich muss herausfinden, was das hier für eine Quest ist. Sag mal, das sind aber auch ganz schön anhänglich, ne? Die schießen hier einfach oben drüber. Oh, ist das das, was so blöd war mit der Himmelsscherbe? Nee, hier ist es offen. Okay. Ich habe noch nicht angefangen und dann stehst du neben mir. Hast du das jetzt gesagt oder war das eine andere Funke? Bin mir nicht... Aua, so sicher. Was macht ihr denn jetzt hier? Ich kann links rum. Ich sollte nicht gleichzeitig laufen und oben auf der Karte gucken. Ich werde das irgendwie nie beherzigen, habe ich so das Gefühl. Ich habe aber auch das Gefühl, dass hier schon jemand durchgelaufen ist. Irgendwie nur so ganz klein wenig, habe ich das Gefühl. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich gleich beim Boss warten. Ja, ich wusste es. Mercanos Tagebuch. Dies scheint das Tagebuch eines jungen Magiers namens Mercano zu sein.
Das Tagebuch erzählt die Geschichte, wie Mercano nach dem Heilmittel für die Krankheit seiner Frau suchte. All seine Experimente zur Erweckung von Toten werden detailliert geschildert. Das Schleiererbe hat dieses Tagebuch eindeutig benutzt, um seine eigenen Experimente zu erleichtern. Im letzten Eintrag umreißt der junge Magier sein Vorhaben, nach dem Tod seiner Frau in ein neues Leben in Waldheim zu beginnen. Alter! Hallo! Dankeschön. So, das war's. Oh. Schießen wollte ich nicht nochmal. Okay. Geht nach Waldheim. Das werden wir jetzt machen. Das war jetzt auch sehr passend, dass der genau danach hier respawned ist. Vielen Dank. Mädel, wenn du raus willst, musst du nur den Knopf drücken. Wollte ich dir nur gesagt haben. Da war der Ausgang. Die scheint noch nicht in Gratwald gewesen zu sein. Da lernt man sowas nämlich auch. So, die Frage ist jetzt... Ach so, da hinten müssen wir hin. Okay. Dann mache ich mich da jetzt mal hin auf und wir werden uns dann gleich dort wiedersehen. Sprecht mit Mercano. Der ist in der Magiergilde. Okay. Das muss links sein. Obwohl, von hier aus geht es auch da rein, immerhin. So. Ist irgendwo rechts. Da ist er doch. Mercano. Ich habe dem Talmor fast 20 Jahre als Berater in den Heilkünsten gedient. Und deswegen stehst du heute in deiner Unterhose vor mir, oder was? Alter, es tut mir wirklich leid, aber davon muss ich mir jetzt mal kurz einen Screenshot machen. Also, ich habe eure Notizen gefunden. Das Schleiererbe hat sie benutzt, um Liche zu erschaffen. Das Schleiererbe hat meine Notizen benutzt? Nein, was habe ich getan? Ich war jung und töricht, als ich diese Notizen verfasste. Ich wollte doch nur meine Frau vor der Krankheit retten, an der sie dahinsiechte. Ich hätte sie schon damals vernichten sollen. Ich werde sie jetzt vernichten. Vielen Dank. Ich komme da nicht drüber hinweg, vor allem wie der hier steht. Mach nur mal die Arme hoch. Das finde ich gut. Wir haben einen gestärkten, einhändigen Dolch ohne Set erhalten. Ich muss noch mal eben kurz einen Screenshot machen. Der sieht sogar noch besser aus. Ja, und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Also, was soll man dazu sagen? Ich meine, das ist die Unterkunft von denen, okay, aber alle sind angezogen. Warum ist er nicht angezogen? Ich verstehe das irgendwie nicht. Ich bin leicht irritiert. Ja, mit diesen wunderschönen Bildern hier. Aber danke, Zenimax, dass er mich nochmal zum Lachen gebracht hat. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt so gewollt war. Weil ich meine, mich daran zu erinnern, dass bei mir bis auf diese eine halbnackte Nord und ich glaube noch eine andere Situation innerhalb von einer Quest, alle bisher eigentlich angezogen waren. Da hinten läuft noch einer rum, der nicht angezogen ist. Ist das hier irgendwie... Bin ich hier in eine Porno-Ecke reingekommen oder was? Also es tut mir leid, ja, aber... Wie gesagt, ich kann mich nicht dran erinnern, dass einer von denen, bis auf die zwei Szenen, die ich genannt habe, hier nur in Unterhose rumgelaufen ist. Aber ich frage mich jetzt ernsthaft, wenn das nicht so gewollt ist. Und ich meine, ich denke mal nicht, dass die... Ihr habt doch Königin Eiren bei ihrer Bestätigung geholfen, oder? Hast du jetzt mit mir geredet oder guckst du dir gerade hier die Hintern von den Typen an? Also es tut mir wirklich sehr leid, aber wie gesagt, also es passt überhaupt nicht ins Bild. Vor allen Dingen geht er so, als ob der eine Rüstung anhat, ne? Geht er so, nur die Rüstung, die fehlt halt eben. ja. Vielen Dank, Zeni Max, für diese wundervollen Momente im Spiel. Und ja, ihr könnt euch gerne ein Standbild machen oder sowas und euch da weiter dran ergötzen. Ich verabschiede mich aber erstmal für heute von euch und muss das gleich mal in der Gilde posten. Ich finde es einfach zu köstlich, weil der da hinten, der ist ja auch angezogen, deswegen.
Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit einer neuen Quest wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Sind das die Nackedeis von Tamriel? Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!